Das Sportvorstandsmitglied Hasan Salihamidzic hat die Kritik von Joshua Kimmich und Leon Goretzka nach der Trennung von FC Bayern gelassen. Die Aufführung war nicht ausreichend, sagte er auch bestätigen, sagte der 46-Jährige im Sport1 Double Pass über Kimmichs Aussagen. Er sagte nicht mehr dazu. Ich habe bereits an ein paar Trainern teilgenommen, sagte Kimmich, es war nicht so, dass es intern angegeben hat, weil die Spieler irgendwie unzufrieden gewesen wären. Nagelsmanns Wechsel des Trainers zu Thomas Tuchel überraschte ihn deshalb überrascht. Er beschrieb die Trennung im ZDF als seltsam. Salihamidzic hatte dies in der Präsentation des neuen Trainers Thomas Tuchel angegeben. Wir haben uns ziemlich verhalten, so fair wie in diesem Geschäft. FC Bayern Sportdirektor Hasan Salihamidzic, er hatte eine sehr, sehr gute Beziehung zu Nagelsmann, dass das Team für die Leistung des Teams entscheidet dieses Geschäft. Zuerst musste Tuchels Versprechen warten, und Nagelsmann war Erste, der angerufen wurde, sagte 46-Jährige. Es würde nicht anders sein. Überall sah die Kommunikation der Trennung ziemlich unglücklich aus. Am Ende des Tages ist das Geschäft, Little Love, kleines Herz. Wir müssen lernen, damit umzugehen und mit der Entscheidung zu leben. Joshua Kimmich, letztendlich ist das Geschäft, die kleine Liebe, das kleine Herz. Wir müssen lernen, damit umzugehen und auch mit der Entscheidung zu leben, Kritik an den Bayern, Managern, betonte er danach. Wenn wir unsere Leistung ausgeführt und unsere Spiele gewonnen hätten, wäre der Trainer nicht veröffentlicht worden. Das bedeutet, dass wir gescheitert sind. Nagelsmann öfter als Familie, Teamkollegin Leon Goretzka sprach unterdessen von einem Schock, dass es extrem in diesem Geschäft war, wie schnell so etwas gehen kann. Er hatte wahrscheinlich den Trainer öfter als meine Familie gesehen, sehr für die Zusammenarbeit. Eine Zusammenarbeit, die zu jeder Zeit durch Vertrauen, lustige und gegenseitige Wertschätzung gekennzeichnet war. Sie sind eine großartige Person und Trainerin, die wir alle nur das Beste hören. Goretzka bestritt auch die Spannungen zwischen dem Team und Nagelsmann. Ich hatte persönlich keine Risse gegen Julian, aber ich weiß nicht, was es mit anderen Spielern war, sagte der Mittelfeldspieler. Er gab dem Clubmanager zu, dass sie das Beste für unsere tun vereinen. In der Zwischenzeit hat Nagelsmann die Trennung noch nicht kommentiert. Der gebürtige Landsberger scheint trotz der überraschenden Ausweisung den Wunsch nach Fußball bei FC Bayern nicht verloren zu haben. Wie die Zeitung Bild berichtete, verbrachte er den Samstagnachmittag in seinem Heimatland und betrachtete ein Spiel der U17 von TSV Landsberg, während etwa 70 Kilometer entfernt in der München Arena vorgestellt wurden.